Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock 2. Wir haben uns hier auf den Fernseher gestellt, ich erinnere mich. Und hier vorne haben wir unsere Leiche, die wir mit Hilfe unserer Little Sister looten wollen. So, erstmal wieder reinkommen. Hab schon wieder ein bisschen nicht mehr aufgenommen. So, Film. Genau, wir wollen uns... Hey, flieg mir halt durchs Bild. Adam, Daddy. Ja, Adam. Gut. Wir wollten die Leiche looten und... Na lecker. Wir werden dich von Adam befreien, liebe Leiche. Dann siehst du hernach hoffentlich etwas besser aus. Ab dafür, Kleine. Rosen und Sonnenschein bedeutet Engel. Wo Engel hinfallen, wachsen die Rosen ganz hoch. Naja, warum habe ich wohl? Übertreib doch! Die schreien immer 5 Stunden! Ja, 5 Stunden. Okay! Ich sage den anderen Mädchen, dass ich den besten Daddy der Welt habe. Ja, den hast du. Und du siehst immer noch so hässlich aus wie vorher, liebe Leiche. Okay. So, erstmal hier alle Leichen begutachten. Und dann müssen wir die Kleine auch noch zurückbringen. Aber zuerst kurz nochmal nach hinten. Die Fallennieten nochmal alle mitnehmen. Zack, zack, zack. Und da hat es auch ein paar Leichen gegeben. Jawohl. Oh, die Fallennieten gehen aber weit, wenn ich das so sehe. Moment. Ach so, ich dachte, ich kann seinen Stab durchsuchen, da ist Schrotmunition drin. Sehr ähnlich. Okay. Von hier kommen wir, glaube ich. Ich bin mir überhaupt nicht mehr sicher. Ich schaue mal ganz kurz auf die Karte. Ich habe keine Ahnung, wo wir überall schon waren. Jetzt doch bald überall. Hier vielleicht noch nicht. Okay, wir gehen. Dann gehen wir mal nach oben. Müsste ja hier hinten die Treppe geben. Aber zuerst natürlich werden wir alles durchsuchen, was es hier gibt. Dass wir auch garantiert nichts übersehen. Zum Beispiel einen Plattenspieler. Eine Tubebox. Komm. Nichts. Werbung der Limbo Room präsentiert Grace Holloway. Ja. Die Plasmide brauchen wir irgendwie fast gar nicht. Muss ich mal festhalten. Hier, glaube ich, geht es noch nach oben. Hier ist noch ein Badezimmer mit sehr viel Blut. Und ein Waschbecken, das wir mal anmachen. Eine Toilette, die wir nicht spülen können. Und eine Kassette mit Dosenfrüchten. Hier geht es nach unten. Hier ist ein Big Daddy. Hier kommen wir hier nicht her. Moment. Ich versuche mich gerade nochmal zurückzuhören, aber ich glaube, wir kommen von hier her. Oder nicht? Niemand ist hier. Hier oben lang Verbandskasten, das weiß ich noch. So, ich muss mich hier erstmal wieder zurechtfinden. Ich glaube, hier waren wir auf jeden Fall schon. Ach, klar. Das ist, die Etage unter uns, von der aus gesehen. Hier waren wir auch schon überall. Und hier waren wir auch schon überall. Hier hinten waren wir noch nicht überall, oder? Nein. Das sieht nicht erkundet aus. Oder doch? Ich weiß es nicht. Nein, sieht es nicht. Aber da kommen wir erst noch hin. Das heißt, wir haben hier eigentlich
schon alles durchsucht. Das war die letzte Leiche. Wir müssen jetzt nur noch unsere kleine Sister abliefern. Und dann sollten wir eigentlich alles haben. Wenn wir was übersehen haben sollten, das können wir später nochmal durchchecken. Schnauze. Der war eigentlich unabsichtlich gerade. Aber egal. Dann können wir wenigstens die eine Schrotkugel von... Wo läufst du hin? Ich hoffe nirgends. Dann können wir die wenigstens mitnehmen. Dankeschön. Und heilen müssen wir uns nicht. Wir haben alles gehackt. Wir haben alles durchsucht. Wir haben alles erkundet. Ich denke, das passt. Okay, dann... Hier hinten waren wir auch, oder? Hier, hier. Ja, genau. Das war nur so ein kleiner Balkon. Ja, Big Daddy. Alter! Du warst überhaupt nicht berühmt. Dafür schreist du viel zu laut und viel zu lang. Hier hinten, da waren wir noch nicht, siehst du? Wusste ich's doch. Ein Audiolog. Maulwurf. Gerne würde ich dieses Material veröffentlichen. Das würde Geld bringen. Sinclair sagt, Ryan geht gegen Sophia Lamb vor und ich soll dabei mitmischen. Sie bauen was auf, dass Lamb insgeheim eine Kommunistin ist. So eine Art Undercover-Agentin. Ich mache mich an diesen Wales ran. Der arbeitet für die Lamb. Ich tue so, als wollte ich beitreten. Dann werden wir ja sehen, ob er sich seinen Bart wegen Jesus stehen lässt oder wegen Karl Marx. Ja, da will jemand mit dem Maulwurf spielen. Hier noch ein paar Kassetten. Hier. Leichen, die wir noch nicht gelootet haben. Ich erinnere mich, hier vorne war die erste Adam-Leiche. Die hier. Oder? War es die hier? Ich glaube schon. Ja. Die hier war es. Gut, dann haben wir die Kleine vollkommen ausgenutzt. Also ausgenutzt, um sie jetzt zu retten. Sagen wir es mal so. Ja. Süße. Danke. Eine Big Sister ist hinter dir her und macht dich bereits im Kampf. Was? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wo ist die? Oh mein Gott! Da oben. Ich hab dich gesehen. Okay, Panzerbrechen brauchen wir. Ja, komm her. Oh, zieht die rein, 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 zieht die rein. Oh Mann, hör, verpiss dich, Splicer. Alter, das kann nicht wahr sein. Okay, wir... Die Elektro-Bolts. Du nervst! Big Daddy, hilf ihm mal. Da ist eine Big Sister. Da oben, da oben, da oben, da oben, da oben. Okay, pass mal. Alter! Pass mal auf! Na komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! So! Und unser Bohrer ist leer! Okay! Gut, 40 Adam, jawoll! Noch ein Verbandskasten um $72. Sehr schön! Haben wir die nächste Big Sister ausgeschalten, aber jetzt brauchen wir ganz, 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 ganz dringend Bohrertreibstoff. Und zwar Verbandskasten. Ja, nee, die hole ich mir so. Hier haben wir keinen Bohrertreibstoff. Wo ist denn der nächste Ammo? El Bandito. Hier nicht. Da geht's noch wieder zurück. Da will ich noch gar nicht raus. Ich will zuerst noch einen
El Amo Bandito haben und einen Gatherer's Garden, weil wir sehr, sehr viel Adam haben. Klopfst du jetzt an? Kommt jetzt eine kleine Little Sister raus, weil... Moment. Nein, wir haben schon beide. Das heißt, da dürfte jetzt keine mehr rauskommen. Oh, er wird wütend. Ah, kommt niemand. Je öfter du auch hämmerst. Eine Genbank. Die brauchen wir ja noch nicht. Der Safe ist offen. Da haben wir die Tür gehackt. Wo ist denn jetzt? Ich könnte auf der Karte nachschauen. Ich weiß. Ich dachte, hier wäre gleich einer ums Eck. Ja, wusste ich's doch. Hier. Ein El Amo Bandito. Pure Treibstoff. Zack, 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 zack. Einfach mal voll machen. Toll. Das war einer zu viel. Ein Brute Splicer, von dem haben wir den Angriff gelernt. Das feiere ich ja sehr. Mensch, wir hätten die blöde Big Sister filmen sollen. Das habe ich jetzt total verdrängt. Schade, 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 schade. Bei der nächsten unbedingt dran denken. Und hier war ein Gatherer's Garden. Ach, der war kaputt. Genau so war das. Aber war hier oben nicht noch irgendwo ein Ganzer? Moment. Hier war nur die Upgrade-Station. Genau, die Upgrade-Station. Wo war der nächste Gatherer's Garden? Oh, wir sind schon ganz unten. Da müssen wir nach oben. Hier ist keiner. Hier ist einer. Also Richtung Ziel. Auf dem Weg kommen wir fast an einem vorbei. Okay. Oh. Ach genau, hier war es die. Genau. Hier müssen wir raus. Einfach mal in Richtung des Pfeiles. Tschüss, Big Daddy. Tschüss, Bouncer. Wir machen uns auf in Richtung Gatherer's Garden und schauen, was wir uns für dieses viele Feder Adam, das wir jetzt gesammelt haben, kaufen können. Unbedingt daran denken, die Kamera zu benutzen. Mann, wieso habe ich das schon wieder vergessen? Ach, willst du noch irgendwas da hinten? Du vielleicht auch noch? So. Gut, dann hätten wir die Thuggish Splicer. Hier, der Bohrertreibstoff gelegen. Mann, jetzt liegt der überall rum. Könnte ich mich aufregen. Ein Boot, Notshutdown. Und so weiter und so. Das Ding lag aber da das letzte Mal noch nicht, oder? Ich sehe den Splicer da hinten schon. Wieso stehen hier, liegt hier ein Kühlschrank auf einmal rum? Oh, meine Güte. Ich geb dir gleich Lauf nur. So. Dollar. Boah, Treibstoff. Oh Gott. Jetzt kommen wir aber da rein. Moment, wir sind jetzt wahrscheinlich genau hier lang gegangen. Ja, richtig. Da kommt kein Gatherer's Garden. Ich würde gerne nochmal zurück rechts und dann da entlang und außen rum gehen. So können wir wieder zurückgehen. Denn ich will nochmal zum Gatherer's Garden, bevor wir zu unserem Ziel schreiten. Oh nein. Muss das sein? Ich bin die Nummer 1 hier unten. Wir sollten vielleicht mal ganz kurz den hier hacken. Nein! Okay, Moment, ich nehme kurz einen Auto-Hack-Pfeil. Für den. Au. Na komm schon. Oh, Verbandskasten, danke schön. Schnauze, so.
War der Film zu Ende? Der Film war zu Ende. Wir haben zu lange gebraucht. Nein! Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Defekt der Medistation. Was? Die ist kaputt? Ich wollte nämlich gerade heilen. Das ist nicht gut. Also wir haben einen halben Bohrtreibstoff verbraucht. Er ist keine Familie. Er wird hergestellt. Er ist eine seelenlose Kreatur. Ach, das stimmt doch überhaupt nicht. Alter, ohne Witz.